Schwanstein, Schloss Hohen Schwangau. So, heute ist Mittwoch, irgendwie der 18., 19. oder 20. Juni. Es ist heute ein total warmer Tag. Das Tibbeljoch ist jetzt erst am letzten Freitag eröffnet worden. Und das ist jetzt mein Ziel. Kristalltherme. Und ja, ich fahre jetzt los, fahre jetzt auf Füssen zu und fliege dann ab Richtung Reute. Hitzetage sind Teertage. Fernpass ist ein ganz unspektakulärer Pass. Also von Inntal, dann ab Richtung Ötztal. Also die Ötz hat ganz schön viel Wasser. Ja, ist halt, es taut natürlich in Bergen. Und ja, Ötztal Gletscher. Auch da kommt natürlich das Wasser her. Schön viel Wind hier. Wunderschöne Lärchenwald. Der Schnee ist total rot von dem Sahara-Staub.
die Passhöhe ist natürlich auch die Grenze nach Italien. Jetzt sind wir auf der Südseite. Hier dürfte jetzt nicht mehr so viel Schnee liegen. Sehr früh losgefahren, bin jetzt schon in Italien beim Brückenwirt in San Leonhard und ja, jetzt ist 11 Uhr, es gibt noch nichts zu essen, also nehme jetzt erstmal mit Apfelstrudel vorlieb und Kaffee und mal sehen, ob ich da noch eine Pizza esse oder ein bisschen Pasta. So, die Pizza kam dann auch noch. So, der Bauch ist voll. Ich fahre jetzt wieder zurück aufs Timmelsjoch. Vielleicht auch noch mal zur Info. Timmelsjoch kann nur in der Zeit von 7 bis 20 Uhr überfahren werden. Nachts ist der Pass geschlossen. So, ich habe nur ein T-Shirt an. Es ist total warm jetzt hier auf der Südseite zum Pass hoch. Zumindest hier noch. Es ist total, ja, richtig heiß. 30 Grad vielleicht.
das war gerade der Übergang vom Hantenjoch. So, jetzt fahren wir aufs Lechtal zu. Die Runde ist wieder zu Ende. Wieder am Schloss angekommen. Ich schwenk mal nach rechts. Oh, hier ist bullig heiß. Also mindestens 30 Grad. Und gerade vorhin gehört, es herrscht wieder Sahara-Sturm vor. Ich hoffe, die Runde hat euch Spaß gemacht. Also, ciao. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, über ein Like würden wir uns natürlich freuen. Oder wenn ihr auch mal andere Sachen anschauen wollt, wir gehen auch viel auf Safari, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Wir haben unten auch noch unseren Buchshop verlinkt. Guckt mal rein, es sind ganz interessante Bücher dabei. Also, danke, ciao.